So, mein erstes Interview für die Sorsi-Woche hier ist live der Sandro Ottiger wieder am Start für Manuel Arnold. Ich gebe dir die besten Infos hier live aus Barcelona mit dem Top-Sportler Superweltstar Livio Wenger. Livio, erzähl mir mal, was sind deine Gründe für das mässige Abschneiden bei deinen Läufen? Du bist sonst eigentlich sehr, sehr gut, aber heute hast du es leider ein bisschen untertrieben mit dem, was du normalerweise kannst. Erzähl mir ein bisschen. Ja, es ist eine sehr schwierige WM für mich. Ich muss um ehrlich sein, ich bin nicht klar mit den Hits hier in Barcelona. Das war das eine. Schlichtweg nicht klar gekommen. Ich bin mir Kälte zu fest gewöhnt vom Eis. Das ist das eine. Wir waren 100% vorbereitet, weil der Fokus immer noch auf dem Eis liegt. Es hat nicht ganz 100% wollen sein. Das kann passieren. Das ist okay. Trotzdem hatte ich noch eigentlich zwei ziemlich gute Rennen gehabt, zweimal in der Top 10, was ich eigentlich noch nie geschafft habe an einer WM in einem Langdistanzrennen. Klar habe ich höhere Ansprüche an mir. Das wird in der Zukunft auch noch ändern. Nächstes Jahr ist die WM in Kolumbien für die Inline-WM und dort wollte ich ganz klar mit Medaille mitkämpfen. Ich bin ziemlich motiviert. Ich glaube, manchmal muss man zuerst mal wieder auf den Boden fallen, dass etwas Gutes kommt und das ist jetzt passiert. Weil bei mir ist es jetzt immer nur aufwärts gegangen, vor allem mit dem Eis. Es ist aufwärts. Auf dem Inline ist es mehr nur abwärts gegangen, weil ich halt auch nicht so viel Inline-Wettkämpfe bestreiten konnte, wegen dem ganzen Eis. Aber ich bin zuversichtlich für die nächsten Monate und vor allem auch für das nächste Jahr, was Inline anbelangt. Also, alles klar. Du hast zweimal den 9. Platz geholt und im Grunde genommen ist der 9. Platz der 9. Beste der Welt und das in zwei verschiedenen Disziplinen. Ist man da nicht auch ein bisschen stolz auf sich selber? Nein, stolz bin ich nicht. Weil ich hätte besser sein müssen, ich hätte besser sein wollen, da bin ich ehrlich. Aber nichtsdestotrotz, es war okay gewesen. Die zwei Rennen waren gut gewesen. Die anderen drei Hauptevents, die ich hatte, waren nicht dort, die ich so wollte. Im Marathon hat mir absolut Kraft gefehlt. Und es war ein sehr gefährliches Rennen. Und durch das habe ich entschieden, dann relativ früh das Rennen abzubrechen. Auch der Gesundheit, weil es um Gesundheit geht. Weil diese Saison schon sehr, sehr bald wieder anfängt und das der Hauptfokus ist. Aber ja, wie gesagt, ich muss vorher schauen. Es kann nicht immer alles 100% gut laufen. Und, ja. So, du hast sehr, sehr viel vor dir, was eigentlich so ein bisschen passieren wird. Hast du uns vielleicht eine kleine Prognose, wo du kannst sagen, hey, das und dieses werde ich noch irgendwann erreichen? Oder ein Zukunftsplan von dir selber? Ja, also der erste Fokus ist jetzt wieder auf Mies. Das ist ganz klar. Die Inline-Saison ist mehr oder weniger abgeschlossen. Es kommen noch ein paar kleinere Rennen, wo ich sicher um den Sieg mitkämpfen will. Aber das ist nicht das Hauptziel. Es ist jetzt das Ziel, mich positiv auf diese Saison vorzubereiten. Ich fühle mich sehr, sehr positiv eingestellt auf diese Saison, weil ich sehr gute Ansätze hatte in den Rennen. Auch wenn die Resultate nicht 100% da waren. Ich bin sehr, sehr fit. Ich war so fit wie noch nie. Das haben auch alle Trainings gezeigt. Und in den Eisschnelllaufrennen habe ich auch nicht 10 andere Leute um mich herum oder 20 andere Leute um mich herum. Da geht es nur um mich. Ich habe das Gefühl, es wird eine sehr gute Eissaison kommen. Und wie gesagt, im Inline habe ich immer noch eine Rechnung offen, aber die Rechnung wird nur erfüllt. Das heisst, du hast im Grunde genommen ein sehr positives Feeling zu deinem Auftreten im Inline wie auch im Eiskaten. Finde ich so selbstverständlich super von dir, dass du das hier so hervorragend sagst. Und ich denke auch sicher, deine Ambitionen sind sehr erstrebenswert ausgerichtet. Also, absolut. Ja, super. Absolut. Livio, ich muss dir sagen, danke vielmals für das heutige Interview. Ich bin sehr froh, dürfen deinen Kollegen, Freund und wie auch Interviewer zu sein und zukünftigen Presseausweishalter im Namen von der Sorsi-Woche. Danke vielmals auch an Manuel Arnold, der mich hier geirrt hat, in seinem Namen dürfen aufzutreten. Ich wünsche Ihnen allen noch einen ganz schönen Abend und alles Gute. Livio, danke auch dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast hier in Barcelona.